Die alleinerziehende Pia am Rhein aus Köln und ihr 6-jähriger Sohn Vincent besuchen zum ersten Mal nach 6 Jahren ihre Schwester Saskia in Berlin. Bei einem Spaziergang entdeckt die 27-jährige Pia durch Zufall ihre erste große Liebe, Philipp Jordan, mit seiner Schwester Melanie und seiner Nichte Luisa. Schau mal bitte, wer da ist. Ach, ist das nicht dieser schöne Philipp, dem du damals so hinterhergerannt bist und der dich nur verarscht hat? Ja, genau der, aber ist doch schon ewig her. Und außerdem ist er immer noch der allergeilste Typ, den ich je kennengelernt habe. Mama, krieg ich jetzt mein Lolli? Ja, geh mit Tante Saskia schon mal einkaufen, ich komm gleich nach. Was hast du denn vor? Schau dir mir noch mal von der Nähe an. Na Mensch, Bruderherz. So ein Kind steht dir richtig gut. Wär's bestimmt ganz toller, Papi. Ja, komm, jetzt mach mal halblang. Erstmal brauch ich ja die richtige Frau zum Glück. Guck mal, Mami, mein Lolli. Ah, schön. Und, was hat er gesagt? Na, ich hab mich doch ihm jetzt nicht gezeigt. Aber der ist immer noch genauso süß wie damals. Und der ist bestimmt auch viel reifer geworden. Ja, wieso? Naja, scheinbar sucht er die Frau fürs Leben, mit der er eine Familie gründen und Kinder haben kann. Das hat er jedenfalls gerade zu seiner Schwester gesagt. Mann, dass wir uns jetzt heute und hier getroffen haben, kann kein Zufall sein. Das ist doch ein Wink des Schicksals. Übertreibst du es jetzt nicht ein bisschen? Nein, überhaupt nicht. Mann, guck doch mal, dass wir uns jetzt 7 Jahre nicht gesehen haben, vielleicht sollte es so sein. Und jetzt ist Philipp bereit für uns. Und jetzt kann ich endlich mit ihm zusammenkommen. Quatsch, Pia, der Zug ist doch schon längst abgefahren nach so langer Zeit. Außerdem hast du deine eigene kleine Familie mit Vincent. Was willst du jetzt überhaupt tun? Lass es mal meine Sorge sein. Mich hat eben der Schlag getroffen, als ich Philipp gesehen habe. Der sieht immer noch genauso geil aus wie damals. Und er will sogar eine Familie gründen. Jetzt ergreife ich meine Chance. 3 Tage später hat die Vertriebsassistentin einen teuflischen Plan ausgeheckt, wie sie ihren Traummann Philipp nach 7-jähriger Pause zurückerobern kann. Dazu hat sie ihre ehemaligen Mitbewohner Paul Clausen, Ben Schneider und Philipp Jordan ausfindig gemacht und sich mit ihnen im Park verabredet. Ja, ist ja echt nett hier, so ein Treffen unter alten Bekannten, ne? Aber kannst du mal jetzt schnell verraten, warum wir überhaupt hier sind? Ja, okay, ich will nicht lang drum rumreden. Also es geht darum, ich habe seit 6 Jahren einen Sohn und der kleine Vincent will unbedingt erfahren, wer sein Papa sein könnte. Und einer von euch dreien kommt in Frage. Wow, du meinst, ich könnte als Vater in Frage kommen? Ja, also jeder von euch dreien kann es sein. Ja, jetzt machen wir ein bisschen halblang. Guck mal, wir haben was gehabt, alles gut und schön. Mit Ben kann ich auch verstehen, weiß ich auch Bescheid. Aber jetzt kommt Paul noch dazu, was ist denn das? Ja, na reg dich doch jetzt nicht auf. Du hast doch damals auch nichts anbrennen lassen. Ja gut, aber damals und heute sind 7 Jahre vergangen, weißt du? Und ich habe mich auch ein bisschen geändert. Ist nicht mehr alles so wie früher. Entschuldigung, wenn ich mal unterbrechen darf. Ich habe nicht viel Zeit, okay? Also in Anbetracht der Lage möchte ich gerne, dass wir einen Vaterschaftstest machen. Ja, das kann ich ja verstehen. Ich will auch so schnell wie möglich wissen, wer der Vater von meinem Sohn ist. Aber bevor wir jetzt hier alle wieder aufbrechen, würde ich euch eigentlich gerne den kleinen Mann vorstellen, um den es hier geht. Hey Vincent, komm mal rüber. Für den Chirurgen Paul könnte die Vaterschaft einen Karriereknick im katholischen Krankenhaus bedeuten. Controller Ben dagegen wünscht sich ein Kind. Ja, na gut, dann haben wir jetzt hier die erste Hürde genommen. Ich würde sagen, dann treffen wir uns bald, um den Vaterschaftstest zu machen, okay? Mhm. Okay, na gut, dann bis bald. Naja, ich bin ein paar Mal mit Ben in der Kiste gelandet. Ja, und mit Paul, das war ein einziges Mal, weil ich Philipp eifersüchtig machen wollte. Und der hat es nicht mal gemerkt, das ging so nach hinten los. Jeder der 3 Männer aus der ehemaligen WG könnte der Vater von Vincent sein. Der seit 6 Jahren verheiratete Ben, Pias langjähriger Schwarm und Schwerenöter Philipp oder auch der Karrieremann Paul, der bei dem Gedanken an eine Vaterschaft zunehmend nervöser wird. Hey Paul, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, der Kleine sieht ja echt wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Absoluter Blödsinn. Der sieht überhaupt nicht aus wie ich. Der hat rein gar nichts von mir. Hey, was ist los mit dir? Will ich mal damals die WG-Zeit? Du hängst doch nur in deinen Büchern drin, andauernd die Arztbücher. Hast keine Gedanken für andere Sachen gehabt. Wie kamst du doch auf Sex? Und dann überleg mal, wenn du wirklich der Vater wärst. Du hättest eine Frau und ein fertiges Kind. Wäre ein Komplettpaket, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Weißt du was, ich hab keinen Bock auf deine Scheißsprüche, ey. Ey, bleib doch mal locker. Ey, Ben, sag du doch auch mal was. Was sagt denn deine Frau überhaupt dazu? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Katharina alles andere als begeistert darüber ist. Deswegen werde ich das auch erstmal für mich behalten. Obwohl die Idee eigentlich mit dem Kind gar nicht so schlecht ist. Ja, warum habt ihr eigentlich keine Kinder? Macht doch mal welche. Meine Frau hat nur noch ihre Boutiquen im Kopf und nur noch die Arbeit. Was die Kinder betrifft, das steht bei ihr ganz hinten in Planung. Was ist eigentlich mit dir? Was ist, wenn du als Vater in Frage kommst? Ja, weißt du, wenn ich der Vater wäre, ich würde für das Kind bezahlen. Aber diese ganze Verantwortung, weißt du,
Ich hatte da keine Lust drauf. Also immer noch ganz der Alte. Immer noch am Weib abschleppen, ja? Ja, gar nicht mehr so. Weißt du, ich habe mich auch verändert. Ich bin älter geworden, reifer geworden, weißt du? Aber wenn ich so drüber nachdenke, Pia ist schon eine Süße. Und so von der Bettkante würde ich sie auch nicht schubsen. Oh ja, süß ist sie. Ich muss jetzt auch langsam los. Mach's gut. Ben macht mir gar nichts vor. Der steht doch immer noch auf Pia. Und er wäre gerne der Vater. Naja, mir soll es recht sein. Keiner der drei Männer ist der Vater von Vincent, sondern ein unbekannter One-Night-Stand. Denn vor 7 Jahren litt Pia sehr unter ihrem untreuen Traummann Philipp. Sie zog weg und tröstete sich mit Affären. Dann wurde sie schwanger. Saskia weiß davon und ist entsetzt über ihre Pläne. Saskia, ich hab's vollbracht. Du wirst es nicht glauben. Ich habe mich mit allen drei getroffen und ihnen erzählt, dass Vincent ihr Sohn sein könnte. Die haben so aus der Wäsche geguckt. Ey, was hast du? Spinnst du eigentlich? Die können doch auch eins und eins zusammenzählen. Das wird doch auch fliegen. Schon rein rechnerisch kann keiner von denen der Vater sein. Mann, was soll ich denn machen? Erstens, Vincent will wirklich wissen, wer sein Papa ist. Und zweitens, naja, ich kann den Kleinen noch ein paar Monate älter machen, als er ist. Ob er im April oder im September geboren ist, sieht man ihm ja wohl nicht an. Und drittens, ich liebe Philipp immer noch so sehr. Ich hoffe, dass wir wieder zusammenkommen. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Als würde Philipp für dein Kind Vater spielen. Das ist doch ein Sunnyboy. Er ist überhaupt kein Sunnyboy mehr. Ich habe ihn doch heute im Park getroffen. Er hat sich total geändert. Er ist viel reifer geworden. Und er hat auch nicht mehr jede Nacht eine andere. Er ist bestimmt ein richtig guter Papa. Ich habe schon immer davon geträumt, mit ihm eine Familie zu gründen. Er hat aber nicht davon geträumt. Pia, wach doch endlich mal auf. Der wollte dich doch damals nur ins Bett kriegen. Hast du vergessen, wie du damals fluchtartig die WG verlassen hast? Und was machst du? Du rennst dem Arsch nach 7 Jahren immer noch hinterher. Der hat dich damals doch total kaputt gemacht. Und was machst du? Ich verstehe dich einfach nicht. Du bist geisteskrank vor Liebe. Ey, Saskia, warum regst du dich denn auf? Mann, du bist nur frustriert, weil du seit 3 Wochen geschieden bist. Und deswegen kannst du mir mein Liebesglück nicht gönnen. Mann, ich weiß, dass er ist der Mann fürs Leben. Ach ja, dir ist echt nicht zu helfen. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Wie lange willst du deine Lügengeschichte noch durchziehen? Naja, irgendwie muss ich das mit dem Vaterschaftstest noch hinkriegen. Was für ein Vaterschaftstest, bitte? Naja, als ich Paul und die Jungs heute getroffen habe, hat Paul darauf bestanden, dass wir einen Vaterschaftstest von allen drei machen, um herauszufinden, wer der Vater ist. Und ich habe so getan, als hätte ich es schon angeleiert. Ich raff das nicht. Das wird ja immer besser. Ein Vaterschaftstest wird doch gleich zeigen, dass keiner von den drei Männern in Frage kommt. Kannst du mir nicht helfen? Können wir nicht deine Anwältin fragen, die du bei deiner Scheidung hattest? Meine Anwältin, ja? Wie stellst du dir das vor? Was wollen wir dir denn erzählen? Naja, die wird doch bestimmt wissen, wie man sowas mit einem Vaterschaftstest macht. Ja, gut, ich kann sie ja mal anrufen. Ja. Du bist ein Schatz, Saskia. Aber versprech mir eins. Sag ihr bitte nicht das wahre Geburtsdatum von Vincent. Ja, ist in Ordnung. Klar, Saskia ist jetzt erstmal skeptisch. Aber sie wird schon sehen, dass mein Plan aufgeht. Diesmal bekomme ich Philipp. Das spüre ich. Am nächsten Tag hat Saskia bereits einen Termin mit ihrer Scheidungsanwältin Brigida Braun vereinbart. Die soll ihre Schwester in Sachen Vaterschaftstest beraten. Damit der Schwindel nicht auffliegt, lügt Pia beim Geburtsdatum ihres Sohnes. Frau Amrei, was kann ich für Sie tun? Es geht um einen Vaterschaftstest. Mhm. Genauer gesagt um 3. Ich möchte herausfinden, wer der Vater von meinem Sohn ist. Wie alt ist denn Ihr Sohn? Er ist 7. Schon? Ui, da haben Sie natürlich ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Macht ja gar nichts. Wann ist denn das Geburtsdatum Ihres Sohnes? Am 14. April 2006. Mhm. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber mir war es ehrlich gesagt peinlich zuzugeben, dass gleich 3 Männer als Vater in Frage kommen. Aber mein Sohn hat in letzter Zeit wiederholt nachgefragt, wer sein Papa nun ist. Und ich finde, er hat ein Recht darauf, das zu erfahren. Das ist absolut nachvollziehbar, das ist ganz klar. Ich wollte Ihnen vorhin auch nicht zu nahe treten. Bitte entschuldigen Sie. Es ist natürlich nur so, bei 7 Jahren ist ja ein Unterhaltsanspruch von mehreren 1.000 Euro aufgelaufen. Und der geht Ihrem Sohn jetzt, um salopp zu sagen, durch die Lappen, nicht? Denn wir können diesen Anspruch rückwirkend nicht geltend machen. Nun denn, wenn wir den Vater gefunden haben, dann hat Ihr Sohn wenigstens einen Anspruch für die Zukunft. Mir geht's nicht ums Geld. Mhm. Ich will einfach, dass mein Sohn glücklich und zufrieden ist. Mhm.
Und was muss denn meine Schwester jetzt tun, um diesen Vaterschaftstest durchführen zu lassen? Nun, wenn alle Beteiligten einverstanden sind mit dem DNA-Test, und das ist natürlich hier die Voraussetzung, dann geht alles eigentlich ganz schnell. Da werden Speichelproben entnommen und los geht's. Das Gute ist, alle sind bereits einverstanden. Das ist doch perfekt, dann werden wir keine Zeit verlieren. Ich habe da ein sehr gutes Labor, mit dem ich in Vaterschaftsangelegenheiten schon seit Jahren zusammenarbeite. Die bieten auch solche Tests an. Wenn Sie einverstanden sind, werde ich Kontakt mit diesem Labor aufnehmen und alles Notwendige in die Wege leiten. Super. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hoffentlich geht es gut. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, bis Philipp einsieht, dass wir zusammengehören. Baby, you don't have to keep looking through my phone if something's going on. 3 Tage später studieren Ben und seine Frau Katharina nach der Arbeit die Post. Dabei stößt der Controller auf einen Brief von Rechtsanwältin Brigida Braun mit einem Termin zum Vaterschaftstest. Wie Vaterschaftstest? Was hat das denn zu bedeuten? Ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich weiß auch erst seit ein paar Tagen davon, aber es kann sein, dass ich der Vater bin. Wie willst du mich veräppeln? Warum erzählst du mir sowas nicht? Wer ist diese Frau? Wie alt ist das Kind? Hast du mich betrogen? Nein. Ich habe mit dir zusammen in der WG gehaust und wir hatten mal kurz was miteinander. Aber das war vor deiner Zeit. Was will sie jetzt? Will sie Geld oder was? Nein, es geht dir nicht ums Geld. Wenn es darum geht, dann hätte ich das schon längst mit dir geklärt. Aber sollte sich wirklich herausstellen, dass ich der Vater bin, dann will ich dazu stehen. Und das musst du auch verstehen. Nein, du scheinst ja ganz erpicht darauf zu sein, Papi zu werden. Ja, bin ich auch. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Vater zu werden. Ganz im Gegenteil. Und du stellst dich nur immer quer deswegen. Ja, ich habe auch 3 gut laufende Boutiquen, ja? Und ich habe bestimmt keine Lust, für eine fremde Frau und ihr Kind arbeiten zu gehen. Nun lass mal die Küche im Dorf. Und wir warten erst mal ab, was der Tester gibt, okay? Naja, wir werden schon sehen, ob wir bald für andere Leute arbeiten gehen. Da fällt dieser Frau ein, nach so vielen Jahren nach dem Vater ihres Kindes zu suchen. Und Ben, der freut sich auch noch darüber, eventuell Vater zu werden. Ich bin fassungslos. Eine Woche später in der Kanzlei von Anwältin Brigida Braun. Pia, Vincent, Philipp, Paul und Ben haben sich eingefunden. Per Speichelprobe soll der Vater des 6-Jährigen festgestellt werden. Insbesondere Ben macht sich falsche Hoffnungen. Sag mal, wollen wir nicht nur was zusammen machen? Ich würde den Kleinen schon mal ins Rennen kennenlernen. Oh, tut mir leid. Ich bin leider schon mit Philipp verabredet. Stimmt's? Ja, klar. Dann kann man nichts machen. Na ja, dann geleite ich Sie nach draußen. Ah, Mist. Ich habe leider meine Handtasche vergessen. Kann ich sie noch schnell holen? Selbstverständlich. Gar kein Problem. So, bitte Sie. So, Spatz. Wir machen jetzt noch ein kleines Spiel, okay? Okay. So, und zwar spuckst du da jetzt auch noch mal drauf. Das wird ein Spaß, das sage ich dir aber. Ich rufe sie dann an, beziehungsweise ich schreibe sie an. Und ich denke, wir werden dann einen gemeinsamen Termin finden. Los, ganz schnell wieder raus. Ich melde mich. So, vielen Dank nochmal. Tschüss, tschüss, Frau Oppenheim. Tschüss, Vincent. Tschüss. 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 Ich weiß ja, das ist scheiße, was ich da mache. Jetzt sind die Testergebnisse aber bereits gefälscht. Und bis neu gemacht werden, werde ich Philipp schon soweit haben. Nach dem Test verbringen Pia, Philipp und Vincent noch Zeit miteinander. Die 27-Jährige beobachtet gerührt ihren Sohn und den Liebsten beim gemeinsamen Spiel. Sie fühlt sich ihrem Ziel ganz nah, ihren Traummann endlich zurückzuerobern. Doch der Lebemann verliert schnell das Interesse. Ach, komm, bleib doch noch hier. Komm, was bleib doch noch hier Sie? Und sammeln mit mir noch ein paar Kastanien. Nee, Vincent, ich hab keine Lust mehr. Aber weißt du was? Guck mal, hier hast du 5 Euro. Geh mal da vorne zum Naschladen und hol dir mal was, okay? Okay. Guck mal, kann ich mir was zum Naschen da drüben kaufen? Ja, aber du kommst gleich wieder, ja? Ja, versprochen. Was ist ja? Alles gut? Ja. Ich muss dir unbedingt was sagen. Du siehst immer noch richtig gut aus. Dankeschön. Ja, ich muss nicht mal was dafür machen. Ich habe echt die Gene von meiner Mom. Glück gehabt. Ja, jetzt 7 Jahre nicht gesehen und du hast dich wirklich nicht verändert. Du bist nicht älter geworden, du siehst immer noch genauso gut aus. Dankeschön. Hey. Hallo, hier spielt die Musik. So, was ist los? Naja, also, du hast dich irgendwie nicht geändert. Du bist immer noch so wie damals und kannst es nicht lassen, ein Mädel hinterher zu schauen. Ja, was ist los mit dir? Das ist nur gucken. Ich habe mich wirklich verändert. Ach, gut. Ich habe eine Schnulltüte. Hey, schön. Komm, wir gehen weiter. Ach,
Ach Menno, vielleicht habe ich gerade echt ein bisschen überreagiert mit der Eifersucht. Aber ich kenne Philipp ja von früher nicht anders. Aber ich weiß, das ist was Besonderes zwischen uns. Und das wird diesmal was Richtiges. Ich darf jetzt noch nicht rumzicken. Ich bin nicht mehr so drauf, dass ich jede Nacht eine neue Frau habe. Na gut, jetzt jede zweite Nacht. Aber ich muss Pia ja nichts davon erzählen. I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Am nächsten Tag schwärmt die alleinerziehende Mutter ihrer älteren Schwester Saskia begeistert von der gestrigen Familienidylle vor. Doch plötzlich droht Gefahr. Ach du Scheiße, das hat uns jemand durchs Wohnzimmerfenster geworfen. Ein Stein durchs Fenster geworfen? Guck mal, ein Zettel und ein Bild. Ach, da ist Vincent auf dem Foto drauf. Hau ab, wenn dir dein Sohn was bedeutet. Das wurde gestern im Park aufgenommen, das Foto. Pia, ihr wurdet verfolgt und beobachtet. Ist dir denn niemand aufgefallen? Hast du nichts bemerkt? Nein, ich habe niemanden gesehen und auch nichts merkwürdig gefunden. Mann, wer macht denn sowas? Ja, siehst du, was du davon hast, wenn du das Leben von drei unschuldigen Männern auf den Kopf stellst. Wann begreifst du es endlich, dass das alles keinen Sinn macht? Im Gegenteil, du bringst deinen eigenen Sohn in Gefahr, Pia. Hör endlich auf, mir reicht's. Ich kann nicht mehr, das geht mir echt zu weit. Ich rufe jetzt die Polizei. Was? Auf gar keinen Fall die Polizei rufen, bitte mach's nicht. Damit machst du alles kaputt. Ich bin kurz davor, Philipp zurückzugewinnen. Ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Wenn du dieses Spiel weitertreibst, wird es noch ein böses Ende haben. Das ist eine ganz klare Drohung gegen euch oder beziehungsweise gegen deinen Sohn. Und wenn Philipp sich nicht ohne Tricks in dich verliebt, Pia, dann macht das doch alles keinen Sinn. Aber ich hätte vielleicht eine Idee, wie man das alles zu meinen Gunsten nutzen könnte. Bist du total bescheuert? Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Naja, ich muss unbedingt herausfinden, ob einer von den dreien was damit zu tun hat. Am besten bestelle ich sie einfach alle hierher. Und das Beste ist, dass ich auch noch Philipp wiedersehe. Und ich wette drauf, dass er sich richtig Sorgen macht, wenn er weiß, was los ist. Also wenn du zu unreif bist, diese Tragweite dieser Drohung zu begreifen, dann werde ich zumindest was tun. Ich werde jetzt die Anwältin anrufen und sie bitten, bei dem Gespräch mit den Männern dabei zu sein. Es kann nur einer von den dreien gewesen sein. Mann, ich hab Philipp fast so weit. Aber deswegen kann ich jetzt auf gar keinen Fall die Polizei alarmieren. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Schon am frühen Nachmittag trifft sich Pia mit Philipp, Paul, Ben und Anwältin Brigida Braun in Saskias Wohnung. Die junge Mutter ist wegen des Anschlags sehr verängstigt, genießt aber auch sichtlich Philipps Zuwendung. Gut, dass jetzt alle da sind. Es ist was ganz Schreckliches heute passiert. Es muss irgendjemand gewesen sein, der davon von dem Vaterschaftstest wusste. Entschuldigung, kannst du dich vielleicht ein bisschen beeilen? Ich hab gleich noch Dienst, ja? Okay, also Saskia und ich, wir sind ganz knapp im Attentat heute entgangen. Wir saßen hier auf der Couch und auf einmal kam so ein Riesenstein durchs Fenster da drüben geflogen. Wir hätten ihn fast abbekommen. Was? Aber hier ist nichts passiert, oder? Nein, ist nicht, aber ich verstehe das alles nicht. Da war ein Zettel dran und ein Bild von Vincent. Und da steht auf dem Zettel drauf, hau ab, wenn dir dein Sohn was bedeutet. Darf ich das mal sehen? Wann ist denn das genau passiert? Naja, das wird so 11:30 rum gewesen sein. Jemand hat euch bedroht? Den Kleinen auch? Was für ein Schwein würde das denn machen? Ich weiß es nicht. Mann, deswegen habe ich ja euch auch hierher berufen. Weil ich habe so große Angst und ich will wissen, hat einer von euch was damit zu tun? Dann sagt's jetzt bitte. Das ist wirklich unglaublich. Aber sagen Sie mal, haben Sie die Polizei gerufen zwischenzeitlich? Nein, Pia wollte das ohne Anzeige regeln. Frau Amrein, also das würde ich wirklich auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Das ist eine ernsthafte Bedrohung. Ich weiß, aber was soll ich denn machen? Denkt ihr wirklich, dass die Polizei hier eine Streife vor die Tür stellt? Ich habe so große Angst um mein Kind. Hast du eine Idee, was wir machen können? Pia, das ist echt krass, aber ich habe auch keine Idee. Pia, kommst du mal bitte mit in die Küche? Ich muss dir was sagen. Sag mal, bist du gespannt mit diesem... Ich möchte dieses Spiel sofort beendest und alle aufklärst. Und dann finden wir vielleicht auch aus, wer der Steinwerfer ist. Mann, du siehst doch, wie Philipp drauf abgeht. Oh. Ich muss das jetzt ausnutzen. Wenn du jetzt querschießt, machst du alles kaputt. Mann, dann fühlt er sich vor den Kopf gestoßen. Ich, ja? Ich mache alles kaputt. Ich werde alle aufklären. Aber jetzt noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Frau Amrein, der
Täter muss schleunigst gefunden werden, bevor noch Schlimmeres passiert. Ich meine, das ist nun wirklich eine eindeutige Sprache. Nicht? Ich übernehme die Klärung gerne im Rahmen des bestehenden Mandates. Aber sagen Sie mal, haben Sie jemanden Konkreten im Verdacht? Ich meine, es muss doch wirklich jemand sein, dem Sie und Ihr Kind wirklich übel aufstoßen. Ich habe überhaupt gar keine Idee. Ich kenne niemanden, dem ich das überhaupt nur zutrauen könnte. Also für mich kommt nur Bens Ehefrau in Frage. Aha. Denn die ist bestimmt nicht begeistert, nochmal Stiefmama zu werden. Mhm. Und so wie ich Katharina einschätze, spielt die mit richtig harten Bandagen. Das ist doch völliger Blödsinn. Sowas würde meine Frau niemals tun. Naja, wie dem auch sei, das ist jetzt wirklich Kaffeesatzlesen. Ich denke, ich mache mich auf den Weg und versuche das einfach konkret zu klären, ja? Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie gekommen sind und Zeit hatten. Ich bringe Sie noch raus. Ja, bitte. Das hat super geklappt. Philipp hat sich große Sorgen um uns gemacht. Das zeigt doch, dass wir ihm nicht egal sind. Also, er kann auf gar keinen Fall der Täter sein. Vielleicht ist es einer der anderen. Hoffentlich findet die Anwältin was raus.